Diese fast wahre Geschichte ereignete sich in Italien im Jahre 1529. Dem Jahr, in welchem Karl V. von Spanien nach seinem Sieg über den französischen König Franz I. von Papst Clemens VII. Zum Kaiser gekrönt wurde. Nach dem Ende des Krieges jedoch wurden viele Söldnertruppen aufgelöst. Angeführt von abenteuernden Hauptleuten durchzogen Landsknechtshaufen weite Gebiete Italiens und plünderten Ländereien. Andere wiederum traten in die Dienste verängstigter Feudalherren, die sich durch die vergangenen Kriegswirren verschreckt in ihren Burgen verschanzten. Die Küsten des Landes beherrschten sarazenische Korsaren, die von ihren Schiffen aus, plündernd, Streifzüge ins Landesinnere unternahmen. Müsst ihr uns wirklich schon verlassen? Lass nur, wir kommen ja wieder. Ich wünsche dir, dass du den Mann, den du suchst, bald findest und dass das Herumziehen von Burg zu Burg bald aufhört. Werde ihn bestimmt bald finden. Schade, ich hab gedacht, die bleiben noch eine Weile bei uns. Ja, stimmt, sind gute Leute. Man findet nicht viel davon heutzutage. Sie wollen zum Kastell? Ja. Zwei Unbekannte nähern sich dem Kastell! Exzellenz, ich bin ein wandernder Astrologe, der an euer Tor zu klopfen sich erlaubt. Es ist mir vergönnt, die Geheimnisse der Sterne und der Erde zu kennen. Alles weiß ich über das Universum und über die Menschenschicksale. Ich beschreibe euch die Zukunft und kommendes Liebesglück. Ist das Glück euren Waffenhold und alles, was Freund oder Feind euch einst bereiten wollen, werdet ihr von mir erfahren. Ergötzen werden euch meine Geschichten vor den Höfen Europas. Sofort verschwindet ihr. Hier ist kein Platz für Spitzbuben und Vagabunden wie euch. Das wird Venus euch verachten und Merkurs Zorn wird sich über euch ergießen. Noch niemals hat ein Kastell das Obdach uns verweigert. Die schlampigste Dorftaverne ist gerade gut genug für euch. Fort mit euch oder Prügel werden euch den Weg zeigen. Hey, was ist, wenn dieser Merkur gerade anderweitig beschäftigt ist? Also verschwinden wir lieber. Nein, wacht ab. Wir kommen schon rein. Lass mich nur machen. Was sehen? Mir fällt da noch was ein. Wenn ihr in einer Minute noch hier seid, werdet ihr keine Zeit mehr haben, über euer Schicksal zu jammern. Capitano! Lasst sogleich das Tor öffnen und dass diese da gastlich aufgenommen werden. Öffne das Tor. Aha. Thank you.
Wache! Nehmt ihn fest! Wagt nicht, ihn entkommen zu lassen! Bewegt euch! Auf die Pferde, aber schnell! Lasst die Brücke runter! Es geschieht plötzlich. Der da versucht hat, den Kapitän zu töten, muss doch einen Grund gehabt haben. Was für ein Mensch ist das? Noch ein junger Kerl. Dann ist es freilich noch mysteriöser. Ja, es ist wirklich seltsam. Ach, Sie werden sehen, dass der Kapitän ihn zum Sprechen bringt. Ganz gewiss. Der ja. Übrigens, was den Kapitän angeht. Ihr gebt zu viel für ihn aus, Meister Anselmo. Seine Landsknechte da, die fressen entschieden zu viel. Das geht so nicht weiter. Wir müssen sparsamer sein. Nun, ich tue doch mein Möglichstes, Herr Baron, aber die spärlichen Mittel, die ich bekomme, die... Was sagst du? Immerhin ist es so viel, um eine Klinge aus echtem Toledo-Stahl zu kaufen für diesen Herrn Capitano. Und dabei steht in unserem Vertrag, dass die Waffen zu seinen Lasten gehen. Der Unterhalt geht voll auf meine Rechnung. Verletzt und ebenso Tote zu 50% auf meine Kosten. Soweit in Ordnung. Aber vergesst nicht, dass ihr in eurem Kastell noch niemals zuvor geschützt wurdet von einem echten Capitano und ebenso echten Soldaten. Capitano de Carmona, ich bitte euch. Wem sagt ihr das? Und vergesst ebenfalls nicht, Baron, dass ich dem großen Kaiser Karl V. ehrenvoll gedient habe. Und dass ich mit meinen Landsknechten, den besten in der gefürchteten Armee Frundsbergs, gegen Franz I. in der Schlacht bei Pavia gekämpft habe. Ah, Pavia, eine schöne Stadt, wirklich, und gut befestigt. Mhm. Apropos, ich will euch daran erinnern, dass der Vorrat an Schießpulver für die Kanonen beinahe erschöpft ist. Nein, ich kaufe überhaupt nichts mehr. Der Dienst bei Karl V. hat euch verwöhnt. Der ist König von Spanien und Kaiser und noch vieles andere derart. Der kann Kriege führen, ich nicht, denn Kriege kosten. Was haben Kriege damit zu tun? So ein Kastell ist immer von irgendwem bedroht. Ja. Der Kerl, der hier gestern dreist eingedrungen ist, wollte der etwa nur mich töten? Oder euch auch? Wir brauchen also Pulver, wie ihr seht. Pulver für die Kanonen. Wieso? Wollt ihr diesen Jungen etwa mit einer Kanonade erledigen? Warum wolltest du den Hauptmann töten? Wer hat dich geschickt? Sprich, wer bist du? Sprich! Sprich! Wirst du jetzt reden? Barlero! Hol den Capitano. Ich will mit ihm sprechen. Wie findet ihr meine Rosen? Ich habe sie selbst veredelt. Sind sie nicht wunderbar? Ich finde, ihr kümmert euch etwas zu viel um die Rosen statt um die Kanonen. Abgesehen davon, dass Pulver fehlt, sind sie alt und völlig verkommen. Puh, immerhin knallen sie noch gehörig. Ihr vergesst offenkundig, dass ihr es mit einem armen Mann zu tun habt. Und noch etwas. Ich mache darauf aufmerksam, falls ihr die Absicht haben solltet, meine Nichte zu heiraten, würdet ihr kein gutes Geschäft machen. Meine Nichte wird nicht einen Zuhaltsmitgift haben. Aber dieses Kastell wird sie... Oh, das ist alt und reichlich zerfallen und sie erhält es erst nach meinem Ableben. Na, ich hab's nicht eilig. Capitano, der Gefangene will jetzt endlich sprechen. Aber nur mit euch allein. Capitano Alonso de Carmona ist gekommen, um dich anzuhören. Also rede. Erkennst du mich nicht wieder? Hugo van Berg. Was sagst du da? Lass ihn. Als ihr mich in den Kerker geworfen habt, war ich ein Knabe. Ich erkenne euch wieder, auch wenn ihr euren Namen geändert habt. Ein Mörder seid ihr! Capitano, soll ich ihn erledigen? Nein, erst die Tortur. Er muss reden. Da er meinen wahren Namen kennt, will ich wissen, wer der hier ist.
Da fährt er im Auftrag des Königs von Spanien, mit der Order anzukündigen, dass die Infantin Katharina, Schwester unseres geliebten Herrschers Karl des Fünften, diesem Kastell die Ehre erweisen wird, mit Gefolge hier zu rasten. Die Infantin Katharina? Oh, was habe ich nur getan, dass mir solche Ehre zuteil werden soll? Und wie viele Personen werden denn ihre Lieblichkeit begleiten? Ihre Lieblichkeit wird begleitet von der Marquesa de Gredos, von dem Visconte di Gan, überdies von einem Offizier, ihrem Koch und 10 Rittern ihrer Eskorte. Ah, magnifico. Nur leider habe ich gerade eine Verpflichtung. Wo war's? In Florenz. Ja, in Florenz ist es. Berichten Sie Ihrer Hoheit, dass Baron Don Alfonso di Carmelata sich geehrt fühlen wird, Sie in seinem Kastell zu empfangen. Ihre Hoheit hat noch nicht den mindesten Zweifel, weshalb sie mir befahl, Sie hier zu erwarten. Das ist mein Ruin, so viele Personen. Man muss sofort meine Nichte herbeirufen. Wo ist sie? Sitzt mit Ihren Mägden zusammen. Die Geschichten dieses Scharlatans hören Sie an. Ich bringe ihr die Nachricht. Es ist wahr. Zwei ineinander verliebte Herzen suchten sich schon lange im Himmel. So lange, bis sie aufeinander trafen. Glaubt mir, Baronesschen Angela, der Zusammenprall war so heftig, dass sie in 1000 Splitter zerfielen und sich im Himmel zerstreuten. Und jeder von ihnen ist jetzt ein Stern. Eine wunderbare Geschichte. Wenn sie nur wahr wäre. Aber sie ist wahr, glaubt mir. Ach, was für Geschichten. Alles nur Dummheiten. Ach ja? Wann seid ihr geboren? Am 23. April. Warum? Was ist daran so wichtig? Alles. Taurus, der Stier, sehr selbstherrlich, sehr geschwätzig und Neigung zum Vorlautsein. Siehst du, Geltrude, jetzt hat er's dir gegeben. Er glaubt, mit einer Alten wie mir kann er's machen. Hey, was macht ihr denn da? Das ist doch mein altbewährtes Haarwasser. Ich hoffe, dass ihr viele andere Geschichten zu erzählen wisst. Die besten werdet ihr erst jetzt zu hören kriegen und mein Freund wird sie euch sogleich erzählen. Ich erzähle euch die Geschichte vom Korsaren Nadir el-Krim und seiner Herrschaft auf dem Meer. Ach, die hat doch die längste Zeit gedauert. Die Schiffe des Papstes sind schon unterwegs und werden ihn jagen. Ah, ihn werden sie nie kriegen. Man sagt, dass er kein Mensch sein soll, sondern ein verkleidetes Ungeheuer. Oh, und wer sagt sowas? Alle, die gegen ihn gekämpft haben. Das geht gar nicht. Weil Tote überhaupt nicht reden können. Jedenfalls scheint mir diese Geschichte nicht gerade geeignet zu sein für die Ohren junger Mädchen. Mag wohl sein. Vielleicht lieben Mädchen nicht Geschichten von Korsaren, aber von Liebe, die ja. Angela, sing doch mal das Lied, du weißt schon. Magica Notte. Ach nein. Nun sing schon. Angela, sei lieb. Sing es für uns, ja? Ja, Angela, bitte sing es doch. Nur Mut. Na. Begleitet ihr mich? Ich versuche es und werde mein Bestes tun, um den richtigen Akkord zu finden. Ich bedauere, ein so trauliches Beisammensein unterbrechen zu müssen. Aber ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Ihre Lieblichkeit, die Infantin Katharina, Schwester des Königs Karl V. von Spanien, wird morgen hier eintreffen. Sie befindet sich auf dem Wege nach Rom. Die Infantin Katharina? Kommt sie aus Madrid? Wer weiß, was sie an Neuigkeiten mitbringt. Wunderbare Kleider wird sie haben. Ich werde mir manches abgucken. Und Feste wird es geben, aufregende Bankette. Und viel, viel Arbeit wird es außerdem geben. Auf, ihr Mädchen, lasst uns gehen und nehmt all eure Sachen mit. Ich hoffe, die Nachricht bereitet euch Freude. Wenigstens werden wir wieder mal ein paar neue Gesichter sehen. Wie wär's, wenn ihr jenen mehr Aufmerksamkeit widmet, die euch umgeben? Euch zum Beispiel, wie? Ihr wisst, was ich für euch empfinde. Ja, und das nur zu gut. Euer Oheim wünscht, dass ihr keine Zeit verliert. Er erwartet, dass bei der Ankunft ihrer Hoheit alles gerichtet ist. Und euch da rate ich, ihr schnellstens zu verschwinden. Sie hat ein Ende, die Gastfreundlichkeit der Dame Angela. Wirklich sehr schade. Ach, die Infantin. Ich hätte mich gefreut, sie kennenzulernen. Sie sei sehr schön, erzählt man sich.
Ihr nehmt euch zu viel heraus. Sie ist wohl bucklig, ja? Wären wir nicht hier, so würde ich euch Benehmen beibringen. Manieren, ja? Trefflich, Capitano. Dann lernt euch achtungsvoller zu verhalten. Ich bitte euch, ihm seinen Betrag nicht zu verübeln. Er wurde gewiss im Tierkreiszeichen des Esels gezeugt. Geschwind, ihr Mädchen, bewegt euch, bewegt euch. Wieso seid ihr denn nicht mit den anderen gegangen? Ach, sollte ich vielleicht ein so schönes Mädchen traurig und allein zurücklassen? Aber ich bin doch nicht mehr traurig. Eure Geschichten haben mich zerstreut. Es würde mir leichter fallen, euch zu glauben, hättet ihr vorhin nicht gesungen. Eure Augen, sie verrieten euch. Was ist es, was euch betrübt? Ihr kennt viele Geschichten, nicht wahr? Wenn man umherzieht wie ich, ist es notwendig. Man wird besser aufgenommen. Ich glaube, das genügt, wenn man ein Astrologe ist. Nein. Viele Menschen glauben nun mal nicht an das Schicksal. Ihr zum Beispiel. Oh, ich glaube an mein Schicksal. Ich kann euch auch sagen, was mich erwartet. Zeitlebens werde ich eingeschlossen sein in diesem Kastell, allein und mit meinem Wunsch, hier zu entfliehen, frei zu sein, so wie ihr. Frei sein ist durchaus nicht immer so ersprießlich, wie es den Anschein haben könnte. Was würdet ihr, Baroness, davon halten, wenn ich euch sagte, dass ich gezwungen bin, so herumzuziehen? Nun, ich glaube, es ist besser als mein Leben. Oh, wenn man so schön ist wie ihr, dann darf man doch nicht so traurig sein. Also nur Mut. Lächelt für mich. Verglichen mit eurem Argument, was vermag da mein Lächeln? Nicht doch, ich werde es mit mir nehmen an alle Höfe Europas. Aber was treibt euch so um in der Welt? Ich. Einen Menschen suche ich. Ich kenne nur seinen Namen. Eine Frau? Nein, nein, einen Mann. Ist denn das so wichtig? Mehr als die Liebe. Ach, hier. Ich möchte, dass ihr es an euch nehmt. Es soll euch an mich erinnern. Und lächeln sollt ihr. Bist du es, die ihn verhext hat, oder ist er es, der dich verhext hat? Ach, was redest du nur wieder? Ein vagabundierender Poet. Ich glaube auch nicht, dass er Astrologe ist. Mir schien er sehr sympathisch zu sein. Gertrude, ich halte es hier nicht länger aus. Was hat dir dieser Mensch nur in den Kopf gesetzt? Nichts, aber ich kann nun mal den Capitano nicht heiraten. Willst du mir helfen zu fliehen? Und wohin würdest du gehen wollen? Nur weg von hier. Und wenn die Infantin mich in ihr Gefolge aufnimmt? Ach, mach dir den Kopf nicht schwer. Wirst sehen, alles wird gut. Wichtig ist, du musst immer lächeln. Also auch du, Gertrude. Und beinahe mit seinen Worten. Und links. Und rauf. Und rechts. Und links. Und rauf. Und rechts. Und links. Und rauf. Und rechts. Alle mal hersehen. Was für ein prächtiger Dickwanz. Da! Mit dem wird es mehr Spaß machen. Beim ersten Hieb lässt er doch alle Luft ab. Genug, meine Herren. Sie haben ihren Spaß gehabt und wir müssen jetzt weiter. Also, gehen wir. Nicht bevor du die Lektion erhalten hast, die ich dir versprochen hatte. Wie ich bereits sagte, wir würden gern noch bleiben, doch wir haben keine Zeit. Ja, sicher, die Astrologie bedarf ja auch nur eines flotten Mundwerks. Habt ihr je eine Waffe geführt? Das muss ganz interessant sein. Aufgepasst, jetzt schneide ich euch die Ohren ab. Ehrlich! Du bist ein Spitzbube und ich müsste dich auspeitschen lassen, aber ich will deine Angst genießen. Ab! Ich werde dich die Sterne sehen lassen. Jetzt bete zu Merkur, dass er dir vielleicht hilft. Los doch! Hoppla! Augenblick. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Diese Dinger sind ja gefährlich. Sollte ich das Vergnügen haben, euch noch einmal zu begegnen, hoffe ich, eine bessere Figur Könnte zu machen. Sein, dass der Capitano das nächste Mal nicht so gut bei Laune ist. Ja. Lass diese Spitzbuben hinaus. Und ihr, worauf wartet ihr? Sofort Aufstellung!
Und das Kommando. Alles bereit und rechts und links und rauf und rechts und links und rauf und rechts und links und rauf. Das ging aber schnell, Gertrude. Ist das Kleid fertig? Was ist denn? Warum antwortest du nicht? Was führt euch hierher? Sofort verlasst ihr mein Zimmer. Hört ihr nicht, was ich euch sage? Ich befehle euch, verschwindet! Warum wollt ihr mir das Vergnügen vorenthalten, eure Schönheit zu bewundern? Eines Tages seid ihr meine Frau. Eher wollte ich mein Leben in einem Kloster beschließen. Warum meidet ihr mich? Hinaus! Lasst mich los! Du gehörst ihr sollt mich loslassen! Ihr. Capitano! Capitano, wenn ihr einen Kuss braucht, den gebe ich euch. Aber jetzt verlasst dieses Zimmer. Andernfalls werde ich euer Gesicht mit diesem glühenden Eisen liebkosen. Bedenkt, dass es besser ist, mich zum Freund zu haben als zum Feind. Jetzt wäre es wirklich besser, wenn du von hier so schnell es geht verschwinden würdest. Ich werde versuchen, die Infantin für dich zu interessieren. Morgen schon. Sagt, dass wir sparen müssen. Schon die Maßlosigkeit in der Küche macht mich zum Ärmsten der Armen. Jetzt noch die verschwenderischen Kanonenschüsse. Wir werden es wieder herauswirtschaften im nächsten Krieg. Für die Ehre, euch in unserem Kastell begrüßen zu dürfen. Wir haben viel Interessantes über euch gehört, Baron. Meine Nichte Angela und Hauptmann de Carmona, der bereits im Heer des Königs eures Bruders gedient hat. Die Marquesa de Gredos und mein unvergleichlicher Freund Visconti di Gan. Sehr erfreut. Wenn ich jetzt bitten dürfte, Hoheit. Was klotzt du hier rum? Mach, dass du wegkommst! Verschwindet eure Taverne! Und wenn man dich hergeschickt hat, um zu stehlen, dann sag eurem Gesindel, dass sie außerhalb der Mauern auf die Abfälle des Banketts warten sollen! Aus dem Tyrrhenischen Meer mit Krebsen aus Amalf. Zahnbrassen Royal all'Italien. Wie verführerisch. Königsfasan auf Pilzköpfen nach Art der Comtesse de Malo. Von unglaublicher Zartheit. Ich bin entzückt, Baron. Weidezickler naturell auf Kastilian. Euch zu Ehren, euer Hoheit. Wie aufmerksam. Die Eistorte, sizilianisch. Beinahe ein Kunstwerk. Nichts war uns zu teuer, euch zufriedenzustellen, wie ihr seht. Leider, ich armer. Also, wofür würden eure Hoheit sich entscheiden wollen? Bitte, vielleicht nur ein weichgekochtes Ei. Höre ich richtig? Nur ein gekochtes Ei? Und wozu? Es tut mir leid, aber es ist der Rat meines Arztes. Hab verstanden. Bedauerlich. Nicola, ein Ei für ihre Hoheit. Ein Ei? Ja, ein Ei. Ein Ei für ihre Hoheit? Nicola, Nicola! Kredenz nun den Gästen. Mögen die Speisen trefflich munden und die Weine hehre Freude in aller Herzen tragen.
Zu Ehren und auf das Wohl unseres erlauchten Gastes, Ihrer Hoheit der Infantin Katharina. Der Infantin Katharina von Spanien und unseres Herrn Baron di Carmelata. Auf das Wohl aller Damen und Kavaliere. Nur zu, her damit! Das Glück der Tessiner ist beschäftigt durch die Ankunft der Infantin, so kann er sich nicht mit dir abgeben. Es wäre besser, du sagst ihm, was du weißt. Da geht es schneller. Ja. Warum sich noch lange schinden lassen? Verdreht es diese Welt. Den da wirft man auf die Folter, damit er redet, und meine Alte müsste man schon auf die Folter werfen, damit sie mal das Maul hält. Viele italienische Künstler seien am Hofe von Madrid, erzählt man sich hier bei uns. Sind die Künste so hochgeschätzt in Spanien? Ja, aber der Macht gilt vorrangig unser Interesse. Denn sehr zu Recht sagt unser König, in meinem Reich geht die Sonne niemals unter. Ich bin sehr beeindruckt von den Beweisen eurer Freundschaft. Und ich bin sicher, dass der König, also mein Bruder, sehr interessiert sein wird an allem, was ich ihm berichten werde. Bei den vielen Verpflichtungen, die der König hat, wird er sich kaum unserer erinnern. Allerdings gegenwärtig hat Karl ständig Ärger mit diesen Gebieten, die für ihn neu entdeckt worden sind, von diesen Menschen. Na, wie heißt er denn gleich nochmal? Ein Genuese war das. Ah, Kolumbus, ja. Immer wieder vergesse ich seinen Namen. Sind eure Hoheit schon einmal dort gewesen? Ich? Aber ich muss doch bitten. Das Gebiet ist ja nur von Wilden bewohnt. Sie kleiden sich in den seltsamsten Farben und auch sich selbst bemalen sie. Und dann haben sie so rasend verrückte Tänze. Geradezu von Sinn gerät man. Offen gestanden, ich weiß nicht, ob dieser Kolumbus für seine Entdeckung gefeiert werden soll. Ach, es war eine fixe Idee meiner Großmutter Isabella von Kastilien. Sie vermochte nicht, diesem scharmutzierenden Genueser zu widerstehen. Und sie verschaffte ihm die Schiffe und die Mittel für sein Unternehmen. Wahrlich nicht geringe Mittel waren das. Oh nein, Visconti, seien wir ehrlich. 3 Nussschalen als Schiffe und ein paar Vorräte. Dieses neue Land hat uns nur 5.000 aragonische Taler gekostet. 5.000 aragonische Taler? Das ist immer noch zu viel für dieses verwilderte Land. Oh. Wer hat das erneut? Vergeudet man schon wieder mein Schießpulver? Man will mich ruinieren. Das war ein Kanonenschuss. Eine 8-Zoll-Kanone. Ein türkisches Fabrikat. Ein Salvenschuss war es. Und wer hat geschossen? Oh, mein lieber Bruder. Und wahrscheinlich streitet er sich wieder mit Franz dem Ersten. Wie albern diese Männer mit ihrem blödsinnigen Kriegsspiel. Eure Hoheit, ein unglaublicher Vorfall. Was gibt es? Es war ein Piratenschiff. Piraten? Barbaren, ja. Oh. Es liegt hier vor der Küste und bedroht uns mit seinen Kanonen. Wir gehen ins Dorf, du zum Kastell. Auf, folgt mir! Ich spreche zu euch im Namen unseres Anführers Nadir el-Krim, der euch wissen lässt, dass ihr eine Stunde Zeit habt, uns die Tore des Kastells zu öffnen. Er verspricht, euer aller Leben zu schonen. Solltet ihr dieses Angebot zurückweisen, wird unser Schiff schonungslos das Feuer eröffnen. Wir werden die Burg erobern und ihr werdet geplündert und getötet. Sagt eurem Anführer, dass wir Soldaten und Waffen genug haben, euren Angriff zurückzuschlagen. Ihr habt eine Stunde Zeit. Was sagst du, Nadir el-Krim? Ja, Nadir el-Krim, das ist ein gefährlicher Pirat, mein Lieber. Nadir,
Hör zu, du musst mich fliehen lassen. Nein, nein, so lach doch nicht. Was du auch immer dafür verlangst, ich werde es dir geben. Töte mich, wenn ich mich nicht daran halte, aber ich muss hier raus. Und wo hast du dein Gold vielleicht unter der Matratze? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Wann endlich wollt ihr diese Barbaren mit euren Kanonen vertreiben? Es ist mir unangenehm, es einzugestehen, aber ihr müsst wissen, ich befinde mich gegenwärtig in einer außerordentlich prekären Lage, weil wir überhaupt kein Schießpulver mehr für unsere Kanonen haben. Was sagt ihr da? Ja, ja, das letzte Pulver haben wir doch euch zu Ehren verschossen. Und was nützt euch, Baron, euer Kastell, wenn ihr nicht mal ein paar Piraten zurückschlagen könnt? Meine Herren, Sie sollten wissen, es geht um Ihre Köpfe. Ich erwarte schnellstens Ihre Pläne zu hören. Miserable, räudige Hunde, ihr Allah soll euch in der Haut eines Schweines verrecken lassen. Kaum sind wir an einer Stelle gelandet, habt ihr nur noch das Plündern im Kopf, ehe ihr noch ordentlich gekämpft habt. Ist unser verdammtes Recht. Mag sein, aber nicht bei den Menschen im Dorf, die uns außerdem Freund sind. Zeigt lieber euren Mut, wenn wir das Kastell angreifen. Wie in einem Tollhaus würde es zugehen, wenn du unser Anführer wärst. Schluss jetzt mit euch! Jeder auf seinen Posten. Als erstes muss die Verteidigung organisiert werden. Aber was sage ich? Der Angriff, das ist eine weise Regel der Strategie. Der Herzog von Rohan hat in der Schlacht... Ich pfeife auf diesen Herzog! Wir können doch wohl die Infante nicht dem Risiko einer Schlacht aussetzen. Geschweige denn einer Beschießung. Es bleibt uns nichts übrig, als zu versuchen, mit den Korsaren in Verhandlung zu treten. Pfui, ein Edelmann paktiert niemals mit solchem Gesindel. Man könnte bei denen Pulver für unsere Kanonen kaufen. Das haben sie in Hülle und Fülle. Ja, eine treffliche Idee. Das geht doch gar nicht. Wenn ihr meint. Und ihr bleibt nur ruhig. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr mit diesen Leuten verhandeln sollt, lieber Visconte. Auch nicht, dass ihr es aus eurer Schatulle bezahlt. Wie bedauerlich. Nein, wir beauftragen damit unseren tapferen Anselmo und unseren ausgezeichneten Nicola. Sie sind bestens geeignet, diese diplomatische Mission mit allem notwendigen Talent auszuführen. Das Wappen des Barons. Es mangelt Ihnen zwar an einem heroischen Äußeren, aber versuchen wir es. Sie gehen zu den Korsaren. Herrschaften, das war ein Angriffssignal. Na los da! Hey, was soll denn das? Parlamentäre aus dem Kastell. Führt sie herein. Seid gegrüßt, Meister Anselmo. Grüß euch, Nicola. Woher kennt ihr meinen Namen? Oh. Ich weiß alles. Ihr seid der Teufel! Also, was führt euch zu mir? Was habt ihr mir mitzuteilen? Nun, verehrter Herr, der Baron de Carmelata, der unter seinem Befehl 100 Soldaten hat. Die tüchtigsten Soldaten! Und viele der mächtigsten Kanonen. Der allerstärksten Kanonen! Die nur nicht schießen können. Weil der Baron ein entsetzliches Blutbad vermeiden will. Entsetzlich wär's vor allem für ihn, also nur weiter. Deine Stimme klingt wie die meines Vaters, als er in Sterben lag. Er ist verstorben? Mein herzliches Beileid. Still doch, unser gnädigster Herr bietet Ihrem ehrenwerten Kommandanten 1000 Goldtaler an. Ah, so sind eurem Gebieter die Infantin von Spanien und sein Kastell nur 1000 Taler wert? Wie? Von was für einer Infantin sprecht ihr denn? Das weißt du wohl besser als ich. Oder soll die Tortur deinem Gedächtnis ein wenig aufhelfen? Die Infantin, ja, sie ist da! Schon besser so. Sagt eurem knauserigen Gebieter, dass ich nicht einen Gentesi haben will.
Das macht ihn überglücklich. Etwas ganz anderes will ich von ihm haben. Ich verlange endlich zu wissen, was ihr erreicht habt. Warum sagt ihr nichts? Was habt ihr mir zu verheimlichen? Sie haben die 1000 Taler nicht akzeptiert. Was sagst du? Ja, sie wollen sie einfach nicht annehmen. Doch, vielleicht hätten sie sich mit 500 begnügt, eine Frage geschickter Verhandlung. Tja. Habt ihr es denn versucht? Für die Aufhebung der Belagerung stellen sie ganz entsetzliche Bedingungen. Fürchterlich. Raus damit. Was also wollt sie? Ihre Hoheit, die Infantin. Was? Wen? Ja, der Anführer der Korsaren, Nadia Krim, ist... Dieser Renegat. Ja, der Renegat. Er hat erfahren, dass sich die Infantin hier bei uns im Kastell befindet. Und so stellt er die Bedingung, dass sich die Infantin ganz allein... Ja, ich sagte es, ganz allein zu ihm begibt. Was? Er will, sie soll auf sein Schiff kommen? Hör ich recht. Und warum das? Bitte nur, es scheint so, als will er sie als Geisel bei sich haben. Er ist doch so allein, der Arme. Ich glaube, ich verhöre mich. Das kann wohl nur ein Scherz sein. Dieser Hund von einem Renegaten fordert die Infantin. Aber doch nur vorübergehend. Ja, und dafür verspricht er uns allen, das Leben zu erhalten. Ihr miserablen Halunken, Würmer, ihr! Wie könnt ihr es wagen, uns eine solche Infamie überhaupt zu melden? Eine Infamie? Gewiss ist es eine Infamie. Aber der Korsar lässt euch auch wissen, dass er in Erwartung unserer Entscheidung jede Stunde auf das Kastell schießen lassen wird. Er fängt schon an. Ich bin bereit, mein Leben für die Rettung Ihrer Hoheit anzubieten. Befehlt, was soll ich tun? Aber Sie wollen doch nicht euch. Junger Freund, wenn ihr wirklich bereit seid, eure Haut zu riskieren, so gibt es eine Möglichkeit. In der Nähe befindet sich der König mit seiner ganzen Armee. Reitet zu ihm und beschreibt ihm unsere Lage. Aber das Kastell ist umzingelt. Es findet sich ein Weg rauszukommen. Ruft sofort meine Nichte zu mir. Sie ist mit allen Geheimnissen dieser Burg vertraut. Sie kennt sie von ihrem Vater, meinem Bruder. Er vertraut sie ihr. Alfiere Vasquez. Bravo. Ich komme zur rechten Zeit, um zu erfahren, dass ich einen wirklichen Kavalier in meinem Gefolge habe. Ich danke euch. Und von diesem Moment an dürft ihr euch betrachten als Leutnant Vasquez. Und wenn ihr nach Madrid zurückkehrt, dürft ihr euch als mein Verehrer betrachten. Baroness Angela, ich habe gehört, dass ihr geheime Wege kennt, die uns aus dieser unangenehmen Lage herauszuhelfen vermögen. Ich werde mich zu gegebener Zeit an euch zu erinnern wissen. Danke, Hoheit. Rückt den Stein zur Seite. Ihr werdet dann da unten einen Gang sehen, der euch zu einem Stollen führen wird. Folgt ihm. Und ihr werdet auf einem Feld ankommen. An einer Stelle, an der ihr auch Pferde finden werdet. Viel Glück. Seht mal da! Also los! Rosa, kennst du eine solche Uniform? Weder gesehen noch bekannt. Ist das nicht ein Fähnrich aus der Garde der Infantin von Spanien? Kann schon sein. Aber es ist schon lange her, seit ich mit der Infantin speiste. Also, dein Freund ist entkommen. Wohin wollte er? Ich weiß es nicht. Dann werde ich es dir sagen. Um den König zu verständigen. Und ehe er kommt, muss ich auf See sein. Du kehrst zurück zum Kastell. Sag, dass ich in einer Stunde Antwort will.
Nadir, bist ein guter Mensch, hast nicht getötet. Nun, es wäre nicht richtig gewesen, ihn zu töten. Nun, renn los. Richte Grüße aus im Kastell. Du bist ein Schuft, Tatun. Wir beide rechnen später ab. Ihr bringt ihn zum Kastell zurück. Unerhört ist das. Man hält es nicht für möglich. Einer der getreuesten Männer, die ich habe, wird einfach getötet und hier rührt sich niemand. Das, was eigentlich als angenehme Station meiner Reise geplant gewesen ist, hat mich zum Ziel sarazenischer Kanonen werden lassen. Und niemand hier ist in der Lage, mich zu verteidigen. Aber wir... Ach, schweigt lieber. Ihr seid ein Held, doch nur mit Worten. Und beim Weibertratsch des Hofes. Und ihr, obwohl ihr wusstet, dass ihr mich beherbergen solltet, scheutet knauserig die Ausgabe für eine lächerliche Menge Schießpulver für eure Kanonen. Und ihr da, ihr mutiger Herr Offizier. Was habt ihr bisher getan, was außer hier herumzustehen? Wenn ich mir vorstelle, dass mein Bruder Soldaten hat wie euch, wundere ich mich, dass er den Krieg gewinnen konnte. Es ist entsetzlich, Hoheit. So fürchterlich. Weint nicht, liebste Freundin. Mit Würde werden wir unser Geschick ertragen. Niemand wird uns schwach werden sehen. Diesen Ort werden wir verlassen als Freie oder getötet von dem Gift, das dieser Ring hier enthält. Im schlimmsten Fall erspart es uns die Schande. Oh, Hoheit, ich zöge dann eher die Schande vor. Oh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nach dem nächsten Schuss Ihrer Kanone werden Sie bestimmt mit dem Angriff beginnen. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Wir werden alle sterben, entweder durch die Hand der Korsaren oder durch ein Tribunal des Königs. Wir beide werden nicht sterben. Ihr werdet sehen. Hört nur zu. Was fordert er von uns, dieser Pirat? Dass ihre Durchlaucht die Infantin sich auf sein Schiff begibt. Und was tun wir? Nun, wir schicken ihm eine Dame von edlem Wuchs und vollendet gekleidet, ganz wie die echte Infantin. Da sie einen Schleier trägt und der Renegate die Infantin nicht kennt, wird unsere List nicht entdeckt werden, ehe der König ihr eingetreten. Fantastische Idee! Also, ihr Spanier, großartig, aber was sag ich, formidabel? Danke, Baron, aber das wirkliche Verdienst gehört eurem großen Machiavelli, dessen glühender Verehrer ich bin. Die Kunst der Täuschung ist die Grundlage. Machiavelli hat den, meint ihr? Ja, ach, dann werde ich ihm ein Geschenk machen von wenigstens 100 Dukaten. Gute Idee, leider ist er tot. Nun, ein Mann von Größe. Er ist rechtzeitig gestorben, um mir 100 Dukaten zu sparen. So sind wir also gerettet. Doch welche Dame, meint ihr, sollten wir schicken? Die Marquesa de Grados, die ist eine Dame. Die Marquesa, dieses absolut unscheinbare Geschöpf, meint ihr? Ja, wen denn sonst? Da ist weiter keine Dame in unserem Kastell. Baron, welche unverzeihliche Vergesslichkeit begeht ihr da? Natürlich haben wir eine Dame. Und die einzige dazu, die ihre Durchlaucht, die Infantin von Spanien, würdig vertreten kann. Wer ist das? Eure Nichte Angela ist es. Was? Ihr seid verrückt geworden? Vorsicht, verehrter Baron. Wer ist verantwortlich für die Sicherheit ihrer Durchlaucht? Ja, ja, ich. Und was fragt ihr? Wird der Infantin auch nur ein Haar gekrümmt? Lässt euch der König was, hängen? Was, mich hängen? Ja, er lässt euch hängen. Vielleicht beschert uns die Geschichte eine neue Judith gegen Holofernes. Euer Hoheit, Nadir El-Krim entbietet euch sein Willkommen und erwartet euch auf seinem Schiff. Gehen wir.
Mich prügelt ja immer zu. Hilf mir doch zu fliehen. Wenn ich frei bin, werde ich dir was schenken. Ich brauche keine Geschenke. Wenn ich dir helfen kann, tue ich es, um den Tessiner zu ärgern. So hilf mir. Nur wie bloß? Da sieh, da ist der Schlüssel. Bring ihn her und steck ihn ins Schloss. Allah sei mit euch. Tretet bitte ein. Nun, so macht es euch bequem bei uns. Ich habe euch schon voller Ungeduld erwartet. Was befehlt ihr? Oh, warum denn befehlen? Und wir haben doch Zeit. Der Orient hat mich gelehrt, das Vergnügen des Wartens zu genießen. Rührt mich nicht an. Wie ihr wünscht. Vielleicht ist euch diese Umgebung zu bescheiden, aber ich bin ein armer Korsar. Personale proprietà.
jetzt! Ich sehe, es missfällt euch. Eure Ablehnung verletzt nicht meinen Stolz. Worauf seid ihr denn stolz? Darauf, dass ihr unseren Glauben verraten habt? Oder dass ihr jetzt den Sarazenen zu Diensten seid? Oder vielleicht darauf, dass ihr euch in fremde Häuser schleicht und Mädchen Liebesgeschichten erzählt? Hey, ihr wisst ja wirklich viel. Wer hat es euch gegeben? Ihr selbst. Wieso seid ihr für sie gekommen? Und wieso seid ihr in das Kastell gekommen? Weshalb? Ich suche einen Mann, der sich irgendwo an dieser Küste aufhält. Und wenn ich mich euch in dieser Verkleidung zeigte, so nur um diesen Mann zu finden, nicht aber um eure Gastfreundschaft zu missbrauchen. Und die Infantin? Ja, die Infantin. Nun, so wisse, der Mann hat meine Familie umgebracht und er tat es im Namen Karl des Fünften. Des Königs Familie ist dafür verantwortlich wie er. Und deshalb wollte ich die Infantin haben. Mann außenbord! Die Wache hat ihn an Deck gehievt. Er ist hier. Führ ihn zu mir. Vasco, was ist mit dir? Woher kommst du? Es war ein Inferno. 8 Jahre in den Verliesen dieses Farnberg. 8 Jahre. Jetzt bin ich geflohen. Suchen wollte ich unseren Feind. Und habe ihn gefunden. Wer ist es? Vasco. Vasco, ich muss es wissen. Sag mir, wer ist es? Ich habe ihn wieder erkannt. Und wieder hat er mich foltern lassen. Nennt sich, merkt ihr es gut, Capitano de Carmona. De Carmona? Vasco! Er war mein Bruder. Noch einer meiner Familie, den Van Berg auf dem Gewissen hat. Morgen früh werdet ihr zum Kastell zurückgeleitet. Man bereite die Landung vor. Wenn das Gefecht mit den Korsaren beginnt und deren Aufmerksamkeit ablenkt, dann, Visconti, ist es eure Aufgabe, im Galopp mit der Infantin davonzureiten und sie in Sicherheit zu bringen. Ich wünsche viel Glück. Thank you.
Vorwärts! Auf. Euch trifft die Schuld an diesem Skandal. Ich werde es dem König berichten und ihr werdet für alles einstehen. Ein Baron und ohne Schießpulver. Los jetzt! Ich verstehe nichts mehr. Hier machen sich alle breit, jeder wie er will, so als seien sie die Herren im Hause. Sarazenen, die Spanier, Korsaren und anderes Gesindel. Und wer sitzt mittendrin? Wir armen, armen Italiener. Meine arme Nichte, ich bin gezwungen worden, dich den Unholden auf jenem Schiff auszuliefern. Mir ist nichts zugestoßen. Dort hat mich keiner beleidigt. Und davon war ich überzeugt, meine Liebe. Ich habe da eine Achtung erfahren, wie sie mir hier nie zuteil geworden ist. Das höre ich gern, aber so sehr das auch stimmen mag, es werden immer gewisse Zweifel bleiben. Alle werden von diesem schmerzlichen Ereignis erfahren. Was mich nicht berührt. Wie du möchtest, aber es bleibt ein schmerzliches Ereignis. Nur in den Augen der Welt bist du jetzt nun, wie soll ich sagen, kompromittiert. Jedoch der Capitano ist ein Ehrenmann. Er bittet an dich dennoch zu heiraten. Diesen Mann, da heirate ich niemals. Niemals! Sie hat Nein gesagt. Meinen Namen tragen zu dürfen, müsste, so wie die Dinge liegen, euch doch wohl schmeicheln. Euren Namen? Welchen Namen? Nicht ich bin es, die ihr wollt, sondern das Kastell und die Ländereien. Lehnt ihr meinen Antrag ab, so werdet ihr euer Leben lang dafür büßen. Bis ans Ende eurer Tage wird euch nur das Kloster bleiben. Ich bitte dich, seid doch vernünftig. Sieh, mir fällt es auch nicht leicht. Nein, niemals. Gut, wie ihr wollt. Aber ich verspreche euch, dass ihr niemals wieder das Kloster verlasst.
Kutsche Ihrer Hoheit, der Infantin, nähert sich mit Gefolge dem Kastell. Wie ist das möglich? Bist du ganz sicher? Ja, Signor Baron. Sie sind schon unweit des Tores. Aber auf dieser Seite stoßen Sie doch auf die Korsaren. Die Korsaren sind im Dorf. Öffnen wir das Tor, bevor sie es gewahr werden. Los! Herr Baron, wieder ein festliches Mahl? Nur ein gekochtes Ei. Senor Baron, Senor Baron, eine wunderbare Nachricht. Ich habe selbst gesehen, die Kutsche Ihrer Hoheit kehrt zurück. Bereite ich wieder eine Rede vor? Idiot! Wie Sie meinen. Das ist verraten! Schließ das Tor! Sperrt die Augen auf, sonst geht's euch schlecht! Beeilt euch! Vorwärts, schließt das Tor schnell! Dann habt ihr's in der Falle! Du also wieder! Astrologe! Hier, sieh doch mal, was ganz Schönes hab ich für dich. Na los, verschwinde! Komm doch her, sie tun uns gar nichts. Ich tu. Ich bin tot. Sollst du lächelnd. Sterben, das ist doch nur ein Unglück für jemanden, der dummerweise am Tag vor seinem Tode noch seine Schulden beglichen hat. Ah.
Alles zurück! Die Spanier kommen! Was machen wir jetzt? Alles zurück aufs Schiff! Machen hierher! Hierher! Greifen euch! Oh, oh, oh. Ein Jean, wir können ihn nicht allein lassen! Aufpassen an dir! Ihm hinterher, ich will ihn lebend! Lasst sie nicht entkommen! Capitano, die Spanier kommen! Habt ihr es vernommen? Verstärkungsankommen? Tatsächlich! Senor Baron! Senor Baron! Da kommen die Spanier! Wir haben gesiegt! Wir haben gesiegt! Alle Ausgänge besetzen! Wer ist der Baron di Carmelata? Das bin ich, Euer Majestät. Wieso haben eure Kanonen diese Korsaren nicht in die Flucht geschlagen? Nun, Majestät, wir hatten kein Pulver für die Kanonen. Mein Schwert steht euch wie je zu Diensten, Euer königliche Majestät. Ein Soldat brachte mir eure Botschaft, so kam ich noch zur Zeit. Macht euch keine Sorgen, hier seid ihr sicher. Ihr seid ja verwundet. Ach, nichts Schlimmes. Lasst es mich sehen. Ist schon viel besser. Eure Fürsorge tut mir wohl. Danke. Was habt ihr denn? Sie haben Anker gelichtet. Fahren Sie ohne euch. Vielleicht glauben Sie, dass ich tot bin. Oder Tartun führt etwas im Schilde. Aber ihr könntet sie noch erreichen. Ich zeige euch einen geheimen Ausgang. Also kommt schnell. Und ich soll ihn einfach so davonkommen lassen? Ja, so lasst ihn. Ihr sollt euch retten. Majestät, wir haben das alles getan, um einen blutigen Konflikt mit den Korsaren zu vermeiden. Ein Konflikt, der unser aller Leben in Gefahr gebracht hätte. Und vor allem das so überaus wertvolle Leben ihrer Durchlaucht, der Infantin eurer Schwester. Ihr habt schon zu viel geredet, Baron. Und dabei trotzdem das mir Wichtigste vergessen. Habt ihr meine Schwester nicht von meiner Ankunft verständigt? Wo ist sie? Nun eben, in diesem Moment ist ihre Hoheit, wo ist sie? In den Händen der Korsaren. Ja, Majestät. Der Baron hat nicht den Mut, euch die Wahrheit zu sagen. Nur von mir, der ich Soldat bin, erfahrt ihr die Wahrheit. Ihre Hoheit ist in der Gewalt von Nadir al-Krim. Aber ich frage mich, warum hat er dann meine Kutsche überfallen? Warum meine Waren weggejagt, wenn er mich dann hierher bringt? Euer Gnaden, die Handlungen eines Korsaren sind unerklärbar wie das Märzwetter. Völlig verrückt. Männer und Korsaren, wer die begreift, ist ein Genie. Was hat Nadir al-Krim nicht alles getan, um euch an Bord seines Schiffes zu bekommen? Versteht ihr das? Was habt ihr gesagt? Hat er wirklich verlangt, dass ich auf sein Schiff gebracht werden soll? Ich habe angenommen, ihr hättet das gewusst. Also während ihr gar nichts davon wusstet, ist die tapfere Dame Angela an eurer Stadt auf das Schiff gegangen. Ich glaube, das hat jemand aus dem Kastell eingefädelt. Das ist einfach bodenlos. Wenn da jemand war, der sich für die Infantin geopfert hätte, so war ich das. Und ihr, Visconte, habt ihr denn von alledem nichts gewusst? Ja, euer Gnaden. Ich wusste es. Aber es sollte eurer Rettung dienen. Und auch eurer Ehre. Visconte, meine Ehre verteidigt man, wenn nötig, durch das Schwert, nicht durch Betrug. Das arme Mädchen, eine Infamie. Rosa, in meiner Eigenschaft als Infantin von Spanien bitte ich euch, begleitet mich zum Kastell. Nein, ich... Vielmehr, ich befehle es. Die Schuld liegt ganz bei ihm.
Er ist der Baron und er hat uns mit seinem Geiz die Mittel zum Kauf vorenthalten. Was sagt ihr da, Capitano? Ich mag eure Worte schwerlich glauben. Dann fragt den Baron. Baron, ist es richtig, dass ihr zu eurer Verteidigung nicht ausreichend bereit wart? Oh, nein. Sie haben mich überraschend angegriffen und ich war natürlich dagegen. Das zeigt euch, Majestät. Das Kastell in den Händen des Barons ist ein schwacher Punkt in eurer Verteidigung. Würde es hingegen von einem wahren Soldaten befehligt werden. Ich werde es nicht vergessen. Also, wo ist eigentlich dieser Korsar? Öffnet das da. Am Ende der Treppe ist ein Gang, der euch aus dem Kastell herausführt. Angela. Ich möchte euch wiedersehen. Wir sehen uns nie wieder. Ich verstehe nicht. Ihr verbergt mir etwas. Was? Was ist es? Nun, ich... Sprecht weiter. Was ist es, Angela? Dieser Carmona, er bedrängt mich. Ich verstehe. Er will euch durch Drohungen gefügig machen. Was tut ihr? Ihr müsst euch hier raus. Ich kann euch hier nicht allein lassen. Ich fordere Gerechtigkeit für euch und für mich. In deine Hände lege ich jetzt mein Schicksal, o Herr. Erhebe es zu deinem Instrument, damit Recht und Gerechtigkeit wieder herrschen mögen. Genug jetzt der unnützen Worte, schafft mir die Infantin her. Dieser Korsar Nadir el-Krim wird sich bald in meinen Händen befinden. Das Kastell ist umzingelt und er ist praktisch schon unser Gefangener. Er wird mir nicht mehr entkommen und muss uns ihre Hoheit ausliefern. Und bald hängt sein Kadaver als Warnung für alle Renegaten oben an den Zinnen des Kastells. Capitano, wozu der vielen Worte, statt ihn sogleich herbeizubringen? Da ist er schon! Nehmt ihn gefangen! Er ist es, der Renegat! Lasst ihn! Ich bitte eure Hoheit, mich anzuhören. Mein freier Wille war es, hierher zu kommen. So redet. Mein Schwert gehört euch. Ich bin Paolo di Valenera. Und diesen da klage ich an, ein Mörder zu sein. Majestät, befehlt ihm zu schweigen. Ich kann nicht hinnehmen, dass dieser Verräter sich erdreistet, mich zu beleidigen. Dieser Mann hat sehr wohl das Recht zu sprechen. Meine Schwester, ich bin glücklich, euch unversehrt wiederzusehen. Genau wie ich, Sire. Aber sagt mir doch den Grund, weswegen ihr für diesen Mann hier eintretet. Majestät, wo seine Schuld liegt oder wo er im Unrecht ist, das weiß ich nicht. Jedoch durch ihn selbst weiß ich, dass seiner Familie Schlimmes angetan wurde. Verbrechen, die in unserem Namen begangen wurden. Heute früh hat er sich mir gegenüber sehr ehrenhaft verhalten, als man meine Kutsche aufbrachte. Derweil ersann man hier ein feines Spiel, dessen Opfer eine Unschuldige war. Auch mich hinterging man. Nicht einer fand sich, der bereit war, sein Leben für mich einzusetzen. Darum, Majestät, achte ich diesen Mann für würdig, zu euch zu sprechen. Sprecht nun also, wenn ihr sicher seid, die von euch vorgebrachten Anklagen belegen zu können. Danke, Majestät. Dieser Mann, der sich hinter einem anderen Namen verbirgt, heißt Hugo van Berg. Unzählige Verbrechen hat er in eurem Namen begangen und hat auch meine Familie vernichtet. Sein letztes Opfer war mein Bruder. Majestät, ihr dürft diesen Verleumdungen keinen Glauben schenken. Majestät, ich kann bezeugen, wie der Bruder des Grafen von Valenera starb. Ich habe seine letzten Worte gehört. Dieser Mann ist tatsächlich Hugo van Berg.
War der Gefangene der Bruder von Nadir? Ja. Er hat ihn gefoltert, er hat ihn getötet. Warum habt ihr das getan? Was ist es, das euch an Hugo van Berg bindet? Majestät, ich... Ich will die Wahrheit, andernfalls wird man euch hängen. Die Wahrheit, habe ich gesagt. So wie sie ist. Und ihr werdet reden. Die Wahrheit will ich. Ja, es ist wahr. Er ist Hugo van Berg. Er wollte sich das Castel de Valeneras aneignen. Darum hat er den alten Grafen getötet. Den Jungen warf er ins Gefängnis. Zu diesem Zweck hat er einen Befehl gefälscht. Von eurer Majestät. Das allein wird ihn an den Galgen bringen. Er ist geflohen! Dort über den Hof! Paolo! Paolo! Lasst ihn gewähren! Paolo! Dass sich keiner rührt. Gott wird das Urteil fällen. Eine abenteuerliche Reise hattet ihr. Wenn ich bedenke, dass ihr jetzt die Gefangene dieses Korsaren sein könntet.
Immerhin. Weiß der Teufel, ob sie wieder zurückkehren. Und was ist, wenn sie es tun? Gibt's wieder ein solches Festmahl? Oh nein, dieses Mal wird's ein Hochzeitsessen. Aha. Los, Mädchen, jetzt gibt's Arbeit. Macht schnell.